So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir spielen ja bekanntlich gerade die Karten auf Perfect durch. Hier müssen wir noch vier Mias retten. Jetzt kann ich schon nicht mehr rechnen. Oh, 10 Hardhide Blobs besiegen? 10? Ich dachte, 2 hätte ich schon. Bah, hinterhältig. Oder war das in einer anderen Karte? 100 Gegner besiegen und ein Teleporter-Teil finden. So, weil Zeit eben so knapp ist, da... Hey, Start! Fackeln wir nicht lange und legen gleich los. Ja, nochmal Zusammenfassung. Die Brücke wurde aktiviert. Und wir schauen noch mal, wo es jetzt hingeht. Ja, super, die Blobs mit einer ganz normalen Knarre zu plöppeln, das wird diffizil. Deswegen eher nicht. Was war denn da? Da war doch auch was. Da oben ist auf jeden Fall schon mal mehr. Genau, da wollte ich hin. Ah, da hatte ich wahrscheinlich schon, ne? Ach, ich erwische gerade die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Ah! So. Dann bin ich doch mal gespannt, was... Ja, das Brett ist okay. Ja, wobei die Laser auch in Ordnung gewesen wäre. Vermutlich. Ja, die Laser wäre gar nicht so verkehrt gewesen, muss ich jetzt so im Nachhinein feststellen. Drei Blobs noch. Ah, diese Hardhide-Blobs, das waren... Das war ein Ding. Genau, im Dingelingeling. In dieser Eiswelt war das. Da habe ich schon zwei besiegt. Oder einen. Aber nicht hier. Gut. Geht's hier hoch? Ja. Aber hier gibt es prinzipiell nichts mehr. Nur da hinten. Wie komme ich denn da hin? Egal. Ich mache jetzt... Nee, eigentlich ist das doof. Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt als erstes mal diese Blobs, aber das ist eigentlich blöd, weil wenn die mich fertig machen, dann ist Game Over, dann habe ich keine Continues und gar nichts. Deswegen sollte ich eigentlich erst ein Missionsziel erledigen, damit ich wenigstens drei Continues habe. Auf der anderen Seite... ist da oben ja ein Mia. Hui! Das war ein bisschen zu viel des Guten. Da oben ist nochmal... Nein, da ist kein Mia. Das sind Gegner. Okay. So. Ich habe keinen Plan, wie ich da reinkommen soll. Wahrscheinlich muss man sich da irgendwie rein teleporten. Aber wie gesagt, ich habe keinen Plan wie. Nein.
Auch nicht. Puh. Ja, genau, war klar. Ey, das war echt so klar. Das ist unglaublich. Man will. Okay, da sind die. Komme ich denn da hin? Ja, wie komme ich da hin? Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich da rein? Ach ja, ja, ja. Es war so klar, weißt du, achtest du so drauf, dass du irgendwelche komischen Waffen nicht mitnimmst und dann läufst du in irgendwas unbedacht rein und dann nimmst du eine komische Waffe mit, nämlich die Pistole. Ach ja. Aber ist ja gut. Na, ein bisschen Herausforderung muss ja auch sein, weil es ja eh alles zu Banane. Ich habe echt keinen Plan, wie ich da reinkommen soll. Naja, ich habe jetzt die rote Schlüsselkarte. Die brauche ich ja bekanntlich, um... wie sieht es da aus? Da kann ich runterhüpfen. Die brauche ich ja bekanntlich, um... da oben die Tür aufzumachen. Immerhin gibt er mir Gesundheit. So, aber eigentlich will ich da hoch. Das heißt, hier wird nicht lang gehen. Purple. Okay, Purple. Offensichtlich. Dann muss ich hier mal nach was anderem suchen. So. Ah, da oben könnte Purple Schlüsselkarte sein. Da oben ist Purple Schlüsselkarte. Also violett. Ich habe gerade die ganze Zeit irgendwelche komischen Assoziationen mit der Eiswelt. Gut, dann oben sind jetzt diese lustigen Hardheil-Blobs. Dann werde ich mal sehen, wie das klappt. Ja, von denen wirft echt keiner. Gesundheit wollte ich gerade sagen, aber das stimmt nicht. Der hat gerade Gesundheit geworfen. So, wie viele muss ich noch? Noch drei. Dann geh doch mal. Und der hat jetzt auch Gesundheit geworfen. Das finde ich schön. Ja, mit dem Maschinengewehr sind die eigentlich recht angenehm. Da versteckt sich einer. Ja,
schade, da unten war noch ein Dinger. So, genau, da unten war noch Gesundheit. Hier oben gibt es einen Beamer. Der Beamer wird hoffentlich dahin teleportieren, wo ich hin möchte. Ich hoffe, da gibt es auch wieder einen D-Teleporter, weil sonst bin ich da ziemlich ausgezeichnet. Bin ich da ziemlich ausgezeichnet und ausgezeichnet sein ist, das ist nicht so meine Welt. Nee, auf keinen Fall. Das lassen wir. So. Ich habe Sweet gerettet und jetzt muss ich ja eigentlich nur noch gucken. Ja, die liegen wahrscheinlich irgendwo nah beieinander. Runter rechts. Dann gehen wir doch erstmal runter. Ja, nicht unbedingt so weit runter, aber runter ist schon mal ein guter Ansatz. Bam, bam, bam. Bam. Immer noch unter rechts. Dann schmeiße ich doch mal mein Jetpack an und beschließe darüber zu flockig. Zack. Bam, 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 bam. Bam. So, Mia ist einfach nur rechts. Da unten ist auch noch irgendwas. Was auch immer das ist. Ein silberner Schlüssel. Na dann mal hopp. Ich habe mir einen Laser zugelegt. Ich nehme mir Pistole. Ich schwimme da hinten jetzt ja gleich wieder durchs Wasser. Wobei eigentlich nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich da diesen. Zack. Ich bin jetzt einfach neugierig. Naja, okay. Ging. Nichts Katastrophales. Und das müsste dann eigentlich der Abschluss des Levels sein. Und dann sage ich doch auf Wiedersehen. Gut. Auch diese Karte haben wir jetzt endlich erfolgreich bereinigt. Und es ist schon wieder kurz vor einer Viertelstunde. Das heißt, ich verabschiede mich mal wieder für heute. Die Karte wird jedenfalls schön, schön leer. Ich denke, als nächstes machen wir dann die nicht erfassten Höhlen. Und bis dahin verabschiede ich mich schon mal. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann.